Hallo meine Lieben, herzlich willkommen an alle Skorpione da draußen. Ich freue mich, dass ihr wieder da seid und wir schauen uns hier heute in dieser Legung die Zeitfrequenz Mitte bis Ende Oktober 2023 an. Meine lieben Skorpione, für die, die neu sind, ich freue mich, dass ihr meinen Kanal gefunden habt und ich möchte euch ganz kurz erklären, wie ich hier diese Legung für euch gestalte. Diesmal werden wir machen es jedes Mal ein bisschen anders, damit es nicht zu langweilig wird. Wir haben hier das Mondorakel, damit kann man wunderbar in die Tiefe gehen. Ich werde zwei Wochen legen, das heißt, eine Woche ist die erste Reihe, die zweite Reihe ist die zweite Woche. Als Themenkarte haben wir dann das Mondorakel, wir haben die Tarotkarten und wir haben diesmal die Kipperkarten mit dabei. Ich denke, das ist eine ganz coole Kombination. Diesmal gibt es aber keine Herzengelbotschaften. Entweder fällt mir noch irgendwas ein, was ich spontan mit dazu nehme, oder wir bleiben diesmal dabei. So, meine lieben Skorpione, denkt bitte mal daran, diese Legungen sind kollektive Legungen. Wie ihr merkt, bin ich jetzt gerade ein bisschen abgelenkt gewesen. Wir haben hier die Rasenmäherbande bei uns. Wie gesagt, im Regen Rasenmähen ist total super. Ja, also deswegen, der Hintergrund ist etwas lauter, aber ich brauche ein bisschen frische Luft. Und für die, die neu sind und die mich noch nicht kennen, wenn ihr es schnarchen hört, das ist mein Boxermädchen. Und wenn ihr gerne an der kostenlosen Live-Legung dabei sein wollt, dann bitte gerne meinen Kanal abonnieren. Ab 10.000 Abonnenten werde ich für euch eine Live-Legung machen, wo ihr mir kostenlos alle eure Fragen beantworten könnt. Und umso schneller wir bei den 10.000 sind, umso eher kann ich dann für euch diese Legung auch machen. So, meine Lieben, wir starten jetzt in die erste Woche. Also das heißt, letztendlich ist es die dritte Woche im Oktober und die vierte Woche, die wir uns angucken. Wir gucken jetzt in die dritte Woche. Da geht es um Energie. Ja, das kann sein. Wir haben hier die 16, ja, das ist die Quersumme 7. Es könnte sein, dass du eventuell es mit Unehrlichkeiten, die 7 der Schwerter, kriege ich gerade auch sichtlich rein, mit Unehrlichkeiten zu tun hast. Also achte ein bisschen in der dritten Oktoberwoche bitte auf deine Energie. Ja, wir haben auch den Mond. Der Mond ist ja fast ein Vollmond, ja. Der ist letztendlich auch sehr nährend, das heißt, die weibliche Urkraft, vielleicht sollst du auch mehr in die Energie der weiblichen Urkraft kommen, ja, das heißt also dann mehr feminin sein. Wir gucken uns an, um was es hier in der dritten Woche bei dir geht, lieber Skorpion. Oh, da kam ja schon eine Karte. Ja, du bist sehr arbeitswütig. Also ich würde mal sagen, es gibt hier etwas in der dritten Woche, woran du arbeitest, ja, wir haben hier die 8 der Münzen. Das ist die Arbeitskarte, die Karte des Erschaffens. Ich bin am Überlegen, ob ich euch das ein bisschen weiter runterhole, dann könnt ihr das nicht besser sehen. So, meine Süßen, ich glaube, das ist ganz gut so, ne? Ja, so, einmal zur Seite. Was gibt es hier noch? 2 der Stäbe. Okay, du erarbeitest dir etwas, aber du bist noch nicht so weit, dass du sagst, du kannst schon vorangehen. Ja, es gibt hier immer noch etwas, wo du sagst, nee, ich bin noch nicht so weit, ich brauche noch Zeit oder es ist noch nicht so weit, um hier voranzugehen, meine Lieben. So, und von dem her sind mit 8 der Münzen zwar schon mal eine positive Ausrichtung hier angezeigt, um etwas zu erarbeiten und was zu erschaffen, aber mit 2 der Stäbe bist du noch beobachtend. So nach dem Motto, mal gucken, was aus dem, was ich erschaffe, wie ich arbeite, was ich tue, was daraus wird. Ja? Ja, und wir haben die 7 der Kelche. Ha, du hast die Qual der Wahl, du hast hier die verschiedenen Entscheidungen. In der dritten Woche, du kannst entscheiden, was du möchtest. Möchtest du weiterarbeiten oder möchtest du aus dem beobachtenden Zustand herausgehen und eine Entscheidung treffen? Ja, die Energie hättest du dazu. Einerseits, um etwas umzusetzen, andererseits auch aus einer Stagnation heraus oder einer beobachtenden Situation heraus, diese zu beenden, um dann eine Wahl zu treffen. Ja, dieses Vorangehen wird hier eher sehr langsam sein. Ich denke, du wirst hier eher
bei den zwei der Stäben bleiben. Ja, bei Ritter der Münzen ist eine Energie, wo man doch sehr, sehr langsam vorangeht. Ja, du gehst voran, aber sehr langsam. Wir klären das Ganze jetzt, meine Lieben, mit den Kipperkarten. Da bin ich mal gespannt, was hier in dein Feld kommt, lieber Skorpion. So. Acht der Münzen. Um was geht es hier beim Skorpion? Acht der Münzen. Wir nehmen nur die umgedrehte, sagen sie. Okay. Es könnte sein, dass du hier Homeoffice machst in der dritten Woche. Vielleicht, hast du dich infiziert, bist krank, aber kannst trotzdem von zu Hause aus arbeiten. Das wäre natürlich super. Das ist im Übrigen auch so die neue Zeitfrequenz, ja, diese Lockerung. Das geht für die Arbeit, das gilt aber auch fürs Schulsystem. Also da wird auch noch einiges kommen. Die Arbeit macht es vor, das Schulsystem wird nachziehen. Hier ist eine Arbeit, die du zu Hause machst, angesagt, ja. Vielleicht möchtest du auch aus dem alltäglichen Betrieb raus und dir die ein oder andere Zeit nehmen in der Woche, ein, zwei Tage zum Beispiel, wo du dann hier, lieber Skorpion, zu Hause arbeitest. Vielleicht hast du auch eine Führungsposition, wo du das gar nicht brauchst. Also wo du gar nicht ins Unternehmen reingehen musst. Vielleicht hast du eine Tätigkeit, die du wirklich über Zoom-Meetings, über irgendwas im beruflichen Sinne, was du alles von zu Hause aus machen kannst, ja. Ich könnte mir vorstellen, das ist hier so eine neue Testgeschichte, die du hier machst. So ein neues Testverfahren. Weil mit zwei der Stäbe guckt man, wie komme ich damit zurecht. Ja? Also ich denke eher die erste Woche, beziehungsweise die dritte Woche hier ist sehr, sehr beruflich, sehr lastig, sehr beruflastig oder joblastig. Wir haben hier langer Weg. Ja? Du bist hier wirklich nicht entscheidungsfreudig. Oder aber auch du lässt dir hier ganz, ganz viel Zeit. Oder du hast schon ganz viel Zeit investiert, um hier zu beobachten. Ja? Ein langer Weg heißt immer, dass du schon eine Wegstrecke entweder hinter dich gebracht hast oder dass du eine lange Wegstrecke vor dir hast. Ja? Wir haben hier die 8. 8 ist wieder passend zu den 8 der Münzen. 3 mit dem Zuhause ist das Vorangehen durch die Veränderung deiner Arbeit. Die 8 ist letztendlich, man geht einen Weg, man verlässt einen Zustand. Deswegen habe ich ja gesagt, hier sehe ich eher eine veränderte Art und Weise der Arbeit. Ja? So, und dann haben wir die Qual der Wahl, die 7 der Kelche. Ich kriege auch immer wieder rein die Flexibilität. Dieses neue berufliche Konzept hat was mit Energie zu tun. Mit Flexibilität zu tun. Du könntest durch diese flexible Arbeit wieder mehr in deine Energie kommen. Und wir haben hier eine Hauptperson. Ja? Eine Hauptperson, die Qual der Wahl, sagt mir letztendlich, dass du ein Gegenüber hast oder wenn du keinen hast, du jemanden kennenlernen wirst, der sehr flexibel ist oder wo du die Möglichkeit hast oder der dir die Möglichkeit gibt, dich beruflich zu entfalten. Ja? Genau. Und der reiche Herr könnte hier dein Arbeitgeber im Übrigen sein, ja? Der dir die Möglichkeit gibt, hier entsprechend neue Wege zu gehen, der dir die Möglichkeiten aufzeigt, gemeinsam mit dir einen neuen Weg zu gehen im beruflichen Sinne. Also Skorpion, wenn du beruflich was vorhast, was verändert werden darf in der dritten Woche, also so Mitte Oktober, dann versuch dich da gerne mal. Es könnte wirklich gut werden. So, die vierte Woche, das ist so zum Ende hin, der Wille. Du wirst dich hier scheinbar entscheiden. Ja, wir haben hier den Willen. 4 steht auch, also 13, Quersumme 4, steht auch für Stabilität. Der Wille, etwas umzusetzen. Der Wille nach einer Probezeit von einer Woche vielleicht oder von einer Situation, wo du sagst, ich habe den Willen, damit vielleicht auch weiterzumachen mit diesem dieser Probearbeit, dieser neuen Art zu arbeiten. Ja, wir gucken mal, was es hier noch geht. Ich hätte bitte gerne für den Skorpion für die vierte Woche. Ja, du wirst definitiv einen alten Zustand verlassen. Also ganz ehrlich, ich finde diese Energie so unheimlich mega bei euch, weil, kann ich euch erklären, weil dieses immer alte Konstrukt, morgens aufstehen, Tasse Kaffee, Zähne putzen, waschen, Kinder bespaßen, fertig machen, Kita, Hort, Schule,
Mann geht zur Arbeit, du gehst zur Arbeit. Boah, das ganz ehrlich, Leute, das können wir doch alles nicht mehr hören, oder? Und jetzt hast du hier beruflich, also für die Skorpione, die sich beruflich umorientieren wollen, die ein neues, eine neue Arbeitsweise ausprobieren wollen, ihr habt jetzt hier die Chance, ja? Und in der vierten Woche wirst du den Willen aufbringen, wirklich diesen alten Zustand, den Modus zu verändern. Ich denke eher hier mit dem langen Weg und den zwei der Stäbe, dass du genügend Zeit hattest, dir jetzt darüber Gedanken zu machen, ja? Dein Gegenüber wird dir die Qual der Wahl, der wird sagen, mach wie du denkst, ne? Hauptsache die Kohle kommt rein, ne? Und du wirst dann aber sagen, okay, um halt einfach flexibel arbeiten zu können, vielleicht mehr für die Kinder da zu sein, den Haushalt anders schmeißen zu können oder wie auch immer und trotzdem die Arbeit aber mit einzubeziehen, wirst du hier dein altes Arbeitssein verlassen. Mega, cool. Boah, das freut mich für euch unheimlich. Ja, Magier, Neuanfang. Leute, ihr fangt neu an. Ihr macht, und das kann auch im alten Beruf sein, ja, dass ihr trotzdem ein neues Arbeitssystem hier vollzieht. Vielleicht gehst du 4 Tage ins Homeoffice und 1 Tag ins Unternehmen, bringst die Akten hin, zurück oder wie auch immer. Oder bis zum Meeting dann auf Arbeit. Also irgendwas hier in dem Bereich ändert sich und du hast alles hier neu anzufangen, lieber Skorpion. Und was haben wir hier noch? Ja, die Leichtigkeit. The Fool, der Narr, Naivität, Leichtigkeit. Und genau das ist das, was du letztendlich auch brauchst, lieber Skorpion, weil du ja auch öfter mal sehr in die Tiefe gehst. Also du wirst hier einen alten Zustand verlassen, du wirst etwas Neues beginnen, wundervoll. Und das bringt dir wieder ganz viel Leichtigkeit und den Willen wirst du dazu haben. Mit 7 der Münzen wirst du auch schauen, was du hier gesät hast und was aus der Saat, die du gesät hast, was da entstanden ist. Ja? Also auch das ist hier mit ein Thema. Reflexion. So, die 8 der Münzen. Nein, die 8 der Kelche. 8 der Münzen hatten wir oben. Aber auch hier wieder, ne? 2 mal die 8. Neuanfang. Ja, du wirst beruflich irgendwas Neues machen. Entweder wirklich in einen neuen Job reingehen oder ein neues Arbeitssystem, eine neue Art der Arbeit, des Arbeitsmodells wirst du hier anfangen. Es fällt dir aber nicht leicht. Ja, das ist Skorpion. Mit dem Gefängnis und den 8 der Kelche. Sagen wir mal so, wir haben 2 Varianten. Einerseits fällt dir das nicht leicht, da blockierst du dich selber, um rauszugehen aus dem alten System. Die Mehrheit wird aber sein, dass du aus einem Gefängnis rausgehst. Das ist das, was ich gesagt habe. Morgens aufstehen, Kaffee trinken, fertig machen, waschen, Kinder fertig machen, Mann zur Arbeit, Hund Gassi gehen, vielleicht nachmittags noch irgendwelche Vereine, Pferd, Sport, Schwimmen, was weiß ich. Das ist das, was dich bis dato wirklich blockiert hat, wo du keine Lust mehr drauf hast. Und das ist auch das, was ich vom großen Kollektiv her sehe, was du hier verlassen wirst, lieber Skorpion. Du hast da echt keinen Bock mehr drauf. Und das finde ich mega, mega cool. So, der Magier. Was fängt denn hier noch neu an? Und welche Energie geht denn das hier bitte noch? Die Gemeinschaft. Ja, es geht hier drum, es werden wahrscheinlich mehrere machen. Du könntest hier auch eventuell mehr Zeit mit der Familie verbringen wollen, dass du gesagt hast, okay, ich gehe aus einem Funktionsarbeitsverhältnis raus. Ja, dann haben wir hier die Situation mit dem Magier und der Gemeinschaft, dass du mehr Zeit haben möchtest mit der Familie. Aber es könnte auch sein, dass innerfamiliär, ja, eine Firma ist auch eine Ähnlichkeit von Familie, aber firmintern wirst du hier vielleicht auch mehrere Menschen haben, die das Gleiche machen wollen. Ich sage ja, ich habe das Gefühl, dass dein Unternehmen so einen Probelauf gemacht hat und jetzt könnt ihr entscheiden, wer ein neues Arbeitsmodell jetzt annehmen möchte. Wenn du damit noch nicht in Resonanz gehst, speichere dir bitte diese Legung ab und gucke sie dir noch zu einem späteren Zeitpunkt nochmal an. Es sind alles Tendenzen, die erst ins Feld kommen können, wenn du sagst, nee, ist nicht meins. Oder du guckst dir bitte Mond, Venus, Aszendentzeichen an. Aber das kommt hier auf euch zu. Ja? So, dann haben wir den Narren, The Fool, die Leichtigkeit. Das ist sehr, sehr gut für euch, meine Lieben. Genau. Und dein Gegenüber macht sich hier schon Gedanken, weil er merkt, dass du deine Energiefrequenz veränderst. Ja?
Er macht sich Gedanken und er sieht, dass es dir besser geht. Also auch die Qual der Wahl, dass er gesagt hat, Schatzilein, wenn du das möchtest, dann mach es ruhig. Aber er sieht auch hier, das ist auch positiv für eure Beziehung, für dein Sein. Es kann auch hier jemand anders sein, wer auch für dich die Hauptperson ist, kann auch ein Vater sein. Ja, also je nachdem, wenn du jetzt zum Beispiel keinen hast oder einen Bruder, ein guter Kumpel. Je nachdem, es ist eine männliche Energie, die guckt natürlich, wie hast du dich entschieden und was macht das mit dir. Ja, und ich kann dir sagen, lieber Skorpion, das macht ganz viel mit dir, denn das geht dir hier richtig gut. Ja. So, was machen wir noch? Haben wir noch irgendeinen Impuls für dich? Ihr merkt, ich überlege, ne? Ich überlege. Wir nehmen noch die Göttin mit dazu, meine Lieben. Ich hole euch jetzt gerade die Karten noch. Moment. So, seht ihr? Ich habe doch gesagt, da kommt noch irgendwas. So, welche Göttin ist hier in dieser Zeitfrequenz für dich da? Welche Göttin ist für dich da, lieber Skorpion? Welche Göttin begleitet dich in diesem Prozess? Welche kannst du anrufen? Mit welcher kannst du connecten? Wow! Okay, ich kann den Namen wieder mal nicht aussprechen. aber es geht hier, vielleicht könnt ihr den aussprechen. Ich zeige euch den mal. Das ist ja schon wieder sehr verwirrend hier für den Zwilling. Okay, so. Es geht hier aber um dein Potenzial. Ja, das ist das. Ihr habt euer volles Potenzial noch nicht gelebt. Und ihr werdet jetzt hier mit der Veränderung hier in eurem Sein, ihr seht, ich habe schon meinen Pferdepullover an, entschuldigt bitte dafür, dass ich hier nicht so schicki bin heute, aber wenn man zum Tier geht, muss man ja nicht Business-Klamotten anhaben. Was ich euch dazu sagen kann, ist, dass ihr hier in der zweiten Monatshälfte vom Oktober in euer Potenzial kommt. Ihr werdet sehen durch neue Wege, die ihr hier gehen werdet, wow, es war was Neues, aber ich glaube, es tut mir doch ganz gut. Ja? Also bleibe offen dafür, für dieses wundervolle Potenzial, was du leben kannst. Wie gesagt, ich zeige euch nochmal die Göttin, weil ich kann sie leider nicht aussprechen. Ich glaube, die spricht man aus Zeretwin, ja, irgendwie so. Ich habe es noch nie gehört, keine Ahnung. Vielleicht googelt da sie mal. Ja, hier geht es aber, wie gesagt, definitiv um euer Potenzial. Und ruft sie gerne an, wenn ihr Unterstützung braucht. Wer gerne im Bereich der Berufung, des Berufs, eine persönliche Legung haben möchte, meine Lieben, ihr könnt mich gerne kontaktieren. Bitte gerne über WhatsApp, weil ich in nächster Zeit sehr viel unterwegs bin. Ja, da kann ich schlecht E-Mails beantworten. Gerne bitte über WhatsApp. Die Informationen stehen hier unten in der Infobox. Bitte seid so lieb und connectet mich gerne, wenn ihr Hilfe braucht. Oder ihr habt Bedarf auf Energiearbeit, Chakrenausgleich, was auch immer ihr haben möchtet. Lasst uns reden und in diesem Sinne wünsche ich euch eine wundervolle Zeit. Macht was draus, es ist eine super, super Chance für euch. Ja? Und ich würde sagen, alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Ciao!